Waren hier Kurzurlaub schon wieder rum. Oh, warten Sie. Ich helfe Ihnen gerade kurz. Warten Sie mal. Ja, mein Surfbrett liegt da hinten sicher in der Ecke von der Bahn. Kein Problem. Jo, tschö. Oder, das war gerade ein Rollstuhlfahrer. Ich komme gerade aus dem Urlaub zurück, nämlich. Und in meinem Surfurlaub habe ich gerade mit einem Rollifahrer so richtig geile Surf-Sessions gefeiert, sage ich euch. Ja, im Ernst. Mit einem Rollifahrer. Und der hat richtig gerippt, sage ich euch, was der am Surfen war. Aber richtig geil. Ich war richtig beeindruckt, sage ich euch. Naja, und ich muss jetzt erstmal umsteigen in die nächste Bahn, von daher. Ja, tatsächlich ist es für mich auch irgendwo wirklich schwer vorstellbar, dass Menschen mit einer derartig einschränkenden Behinderung wie einem Rollstuhl oder ähnlichen tatsächlich Wellen reiten können. Vor allem liegt das aber vermutlich auch daran, dass ich einfach bisher in meinem Leben unheimlich wenig Kontakt zu Menschen mit Behinderung hatte und ja, erschreckend wenig über das ganze Thema weiß. Tag Leute, willkommen zurück im Inlandsurfer-Podcast. Ich bin Benny Altenhoff und in meiner Show geht es um Surfentzug, um Gründe und Bedingungen, die einen vom Surfen abhalten und zu Hause im Inland fesseln. Also sprich um so richtig klassische First World Problems. Diese Gründe sind bei uns immer irgendwo zeitlicher oder monetärer Natur. Sprich, wir haben keine Zeit oder kein Geld oder beides gleichzeitig und dadurch kommen wir nicht wirklich zum Surfen. Immer noch First World Problem, aber vielleicht schon doch ein ganz anderes Kaliber ist, wenn das Ganze körperliche Gründe hat. Ich spreche heute mit Hannes und Fritzi von Open Ocean e.V. Der Verein Open Ocean ist im Bereich Adaptive Surfen tätig und organisiert Surfcamps im Norden Portugals für Menschen mit, aber auch ohne Behinderung. Menschen mit Behinderung finden hier in einer Woche Surfcamp entweder den Weg zurück ins Meer, zurück aufs Brett, oder machen dort halt einfach eine komplett neue Erfahrung und starten tatsächlich dann erst mit dem Wellenreiten. Auch für körperlich komplett fitte Menschen ist das Surfcamp aber eine tolle und wirklich mind-changing, integrative Erfahrung, wie ich denke. Denn so wie ich, viele bisher haben wenig Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Behinderung und lernen da viel und kommen wahrscheinlich immens ins Staunen, was alles möglich ist. Fritzi arbeitet als persönliche Assistenz und hilft behinderten Menschen im Alltag. Sie ist aber auch ausgebildete Surflehrerin und ja, selbst erfahrene Surferin. Hannes ist auch ein erfahrener Surfer. Er hatte aber vor einigen Jahren einen schweren Unfall und sitzt seitdem im Rollstuhl. Mit immens viel Willenkraft und Training hat er es aber nicht nur zurück in ein komplett selbstständiges Leben, sondern auch aufs Surfbrett geschafft. Und wir reißen seine Entwicklung im Gespräch hier tatsächlich nur kurz an. Ich habe im Eifer des Gefechts der Fragestellung ein bisschen versäumt, ihn da näher auf den Zahn zu fühlen und habe vergessen, ihn nach seiner Entwicklung noch ein bisschen näher auszufragen. Ich habe da kurzfristig im Nachgang einfach nochmal näher nachgefragt und am Ende der Episode kommt daher so ein kleiner Epilog, ein Nachtrag, in dem Hannes seine Geschichte nochmal komplett erzählt und seine Entwicklung vom Unfall bis zurück aufs Surfbrett genauer beschreibt. Das Ganze hat er mir per WhatsApp-Nachricht geschickt, daher ist die Tonqualität vermutlich ein bisschen anders. Daher lasse ich es auch einfach so als Epilog am Ende. Hört euch das auf jeden Fall an, es ist super spannend und beeindruckend. Für mich war das auf jeden Fall alles in allem ein ganz besonderes Gespräch und so an so mancher Stelle habe ich gemerkt, wie wenig mich bisher mit dem Thema körperliche Einschränkungen beschäftigt habe. Und das merkt man, glaube ich, auch an der einen oder anderen Frage von mir, die manchmal, ja, ich weiß nicht, vielleicht nicht unangemessen, aber schon davon geprägt ist, dass ich da nicht wirklich tief drin stecke im Thema. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Hannes, hallo Fritzi, herzlich willkommen im Inlandsurfer-Podcast. Hallo. Hallo Benny.
nach mehreren Hürden jetzt endlich funktioniert unser Gespräch. Ja, und was haben wir noch? Haben. Ja, genau. In Corona-Zeiten leider immer wieder ein Problem. So ist es ja. Hannes, ich würde mit dir mal einmal anfangen. Für mich persönlich ist es ja immer schon irgendwo ein Riesenproblem, wenn ich nach dem Urlaub wieder zu Hause bin und dann sitze ich zu Hause als Landlocked-Surfer und denke mir, oh, finanzielle und familiäre Gründe halten mich jetzt ab, so mal in den nächsten halben Jahr irgendwie nicht zum Surfen zu kommen. Du hattest in deinem Leben dann irgendwo einen großen Schicksalsschlag zu verbuchen, sage ich mal. Und ich möchte dich mal fragen, einmal, was ist dir da passiert? Und wie fühlte sich das für dich an danach? War das so im ersten Moment, ich werde nie wieder surfen gehen können? Oder war da von Anfang an der Gedanke bei so, irgendwie muss das möglich sein, mal gucken, wie es läuft? Direkt rein, das gefällt mir. Genau, also ich habe mir vor, im Mai werden es 8 Jahre sein, das Genick gebrochen bei einer Blödelei mit Freunden. Tatsächlich, also das, was man heute so als Playfight, glaube ich, bezeichnet. Oh, ja. Der ging schief und dabei habe ich mir das Genick gebrochen. Und das hat mich hat mir einen Querschnitt beschert. In meinem Fall ein inkompletter Querschnitt. Das ist ein wichtiges Detail, denn das bedeutet, dass das Rückenmark nicht vollständig durchtrennt ist. Also man unterscheidet den kompletten vom inkompletten Querschnitt und deswegen ich auch die Chance hatte, gewisse Restfunktionen zu erhalten bzw. wieder zurückzugewinnen. Faktisch ist es aber trotzdem so, dass ich dadurch im Rollstuhl gelandet bin. Ich kann nur sehr, sehr schlecht gehen. Also eigentlich nur, wenn ich eine Stütze habe, kann ich ein bisschen durch die Gegend starksen. Das war's aber. Freilaufen geht nicht. Und ja, viele andere Dinge, die so ein Querschnitt mit sich bringt, die man jetzt als Laie erstmal nicht auf dem Schirm hat. Da denkt man üblicherweise erstmal so, naja, wenn du einen Querschnitt hast, dann kannst du halt nicht mehr laufen. Aber das ist bei weitem komplizierter. Ja. Und was ich danach dachte, also ich habe erstmal gar nicht an Surfen gedacht, tatsächlich. Da hatte ich wirklich andere Sorgen, wie man sich vorstellen kann. Und ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass da Wellenreiten in dem Moment irgendwie in meinen Gedanken war. Aber es hat auch gar nicht so furchtbar lange gedauert, bis ich tatsächlich wieder im Wasser war. Also okay. Das war dann schon ein Jahr später eigentlich beinahe. Oder eineinhalb so etwa. Okay, wow, ja. Ja, natürlich verständlich. Andere Sachen sind dann doch irgendwo erstmal wichtiger als das Wellenreiten. Das ist wohl irgendwo klar, ja. Wie funktioniert das denn dann jetzt heute für dich? Was ist nötig, damit du surfen gehen kannst? Was ist nötig? Also erstmal brauche ich gute Wellen, weil sonst... Ja, schön, da haben wir ja das haben wir schon mal gemeinsam. Nein, also Spaß beiseite. Das Wichtigste wahrscheinlich für mich ist, dass ich einen guten Zugang zum Wasser habe und dass ich auch, dass die Bedingungen so sind, dass ich überhaupt rauskommen kann. Das ist am Rande gesagt einer der Gründe, warum ich nicht mehr so gerne in Südwestfrankreich ins Wasser gehe, weil jeder, der dort schon mal gesurft ist, der weiß, dass dieser Shorebreak schon auch ganz schön gnadenlos sein kann. Und ja, dementsprechend bevorzuge ich eigentlich entweder Beachbreaks, wo die Channels super deutlich sind und auch kräftig genug sind, oder dann eben irgendwie Points, wo ja auch die Channels eben sehr, sehr gut funktionieren, beziehungsweise wo man um den Break drumherum surfen, drumherum paddeln kann. Ja. Das ist erstmal so das Wichtigste. Alles andere ist eine Kombination aus entweder
Leuten, die mir durch den Sand helfen oder einfach nur viel Zeit. Ja. Genau. Ich habe auch mein Brett oder meine Bretter sind auch Sonderanfertigungen. Das müsste aber gar nicht sein, sage ich mal. Also zumindest nicht für mein Verletzungsbild. Das kommt aber sehr, sehr stark darauf an, mit was für einer Behinderung man natürlich surft, weil jede Behinderung sehr, sehr individuell ist. Ja, okay, aber das heißt eigentlich so die normale, alles was Paddeln und Turns sind, das funktioniert für dich, aber halt, ja genau, du musst, das größte Problem ist rauszukommen wegen Duck Dive und Ähnlichem, was wahrscheinlich entsprechend schwer ist. Genau, also ich stehe natürlich nicht auf meinem Board, ne? Ich liege drauf. Ja. Also am ehesten ist es vergleichbar mit Bodyboarden eigentlich. Ja, nur, dass ich halt ein großes Brett habe und kein Bodyboard, kein Foamy, sage ich mal, sondern es ist ein Hardtop, das aber schon angepasst ist. Also ich habe einen Konkav auf dem Deck zum Beispiel. Das fungiert so ein bisschen als Löffel, damit ich da stabil drauf liege. Ich habe Griffe auf meinem Board. Ich habe eine nach vorne verschobene Finnenposition, damit ich die Manövrierfähigkeit aufrechterhalten kann, weil ich ja nicht mehr mit einem hinteren Fuß quasi über dem Finnencluster irgendwie schieben kann. Und genau, also so ein paar Anpassungen. Ja, okay. Fritzi, du bist aus einem anderen Hintergrund hier. Du gehörst zu den, zu den löblichen Menschen, die sich um solche Sachen auch immer fleißig kümmern, also eigentlich im Bereich Pflege irgendwo tätig im weitesten Sinne. Ne? Du bist persönliche Assistenz für Menschen mit Behinderung. Magst du uns kurz so aus deiner Arbeit erzählen, wie das für dich war, wie du dazu gekommen bist, dass an diese Tätigkeit auszuüben? Tatsächlich war das eine Idee, die ich hatte, nachdem ich im Adaptive Surfen schon ein bisschen tätig geworden bin. Mhm. Also ich war zuerst im Adaptive Surfen, wo ich eben zum Beispiel mal auf einer Europameisterschaft, auf der ersten Europameisterschaft in Viana do Castelo ausgeholfen habe und war eh so ein bisschen auf der Suche, was kann ich machen, um mein Geld zu verdienen und bin dann auch über Freunde zu der Idee gekommen, ja, das probiere ich jetzt mal aus, persönliche Assistenz und schaue, dass ich halt im Alltag Leute unterstütze, die Hilfe brauchen. Ja, okay. Wie würdest du denn sagen, ist das, fühlt sich das an, so im Bereich, im Bezug auf Wellenreiten? Du hast es dann ja wahrscheinlich schon oft mit Leuten zu tun, gerade wenn es dann so zum Thema Open Ocean und Ähnlichem geht, dass du Leute hast, die wirklich von sowas eigentlich vorher nur zu träumen gewagt haben und du dann stark motivieren musst, wie man das angeht und diesen Traum verwirklichen kannst den Leuten? Also die Motivation bringen die meistens selber mit. Ja. Neugierig, also wir haben viele Leute dabei, die neugierig sind und für sich weiterschauen, die akzeptieren ihr Schicksal halt nicht in dem Sinne von, ich kann jetzt nicht mehr laufen und deswegen lebe ich mein Leben auch nicht weiter, sondern die gucken, was geht denn da noch, was kann ich noch machen und was kann ich erleben. Was kann ich erfahren, so wie wir Normalos und Fußgänger auch. Also ich muss da meistens nicht viel zutun, sondern wenn die Leute das erste Mal im Wasser sind, dann ist das ein Selbstläufer. Ja, okay. Da ist wichtig, dass wir auf Sicherheit schauen. Das ist ein großer Aspekt, dass wir einen hohen Betreuungsschlüssel haben, je nach Einschränkung. Aber das Wasser, das kennst du sicherlich auch, das hat einen therapeutischen Effekt, das hat einen Effekt, dass Lebensfreude gefühlt werden kann und einen von vielen zu nennen, nicht wahr? Da muss ich nicht so viel machen. Ja, ja gut, das kann ich mir vorstellen, ja. Ich habe letztens gerade auch eine Podcast-Episode von dem
auch sehr empfehlenswerten Podcast Helden der Meere gehört. Mal kurze kleine Empfehlung an dieser Stelle. Und die haben da mit dem Johnny gesprochen. Der hat eine Tetraspastik, ist also quasi in allen vier Gliedmaßen gelähmt und beschäftigt sich aber die meiste Zeit mit Extremsport, mit Surfen, mit Longboarden, mit Klettern als nächstes und allen möglichen. Ich habe mich dabei gefragt, der hat halt sehr viel auch Hilfe von seinen persönlichen Assistenzen. Ist diese persönliche Assistenz, ist das was sich jeder mit Handicap irgendwo auch über Kassenpatient leisten kann, oder ist das schon was für Betuchte? Also erstmal ist die Frage, ob jeder mit Behinderung das braucht. Wie gesagt, Behinderungen sind extrem vielfältig und die Aussage, dass mit Tetraspastik alle seine vier Gliedmaßen gelähmt sind, stimmt so auch nicht. Also die Gliedmaßen sind spastisch, aber sie sind nicht gelähmt. Johnny kann zum Beispiel Fahrrad fahren, der kann auch stehen. Also da muss man schon sehr genau unterscheiden. Und natürlich, auch das ist eigentlich klar, nur weil man eine Behinderung hat, heißt es noch nicht, dass man Assistenz braucht. Ne? Ich lebe vollkommen selbstständig. Ich mache alles alleine. Ich habe ab und zu mal eine Putzhilfe, aber das ist mehr, weil ich faul bin. Nur weil eine Behinderung im Spiel ist, heißt es noch nicht Assistenz. Aber gleichwohl, wenn eine Assistenz benötigt wird, dann gibt es natürlich auch über die Krankenversicherung die Möglichkeit, sowas zu bezahlen. Gleichwohl leben wir in einer Zweiklassengesellschaft, was die Versicherung angeht. Und da ist es auch dann leider so, dass wenn man zum Beispiel privat versichert ist, dass man da deutlich bessere Leistungen bekommt und sich, sage ich mal, höherpreisigere Assistenz leisten kann oder auch Individualassistenz. Also da wird ja dann auch unterschieden, zum Beispiel, ob das eine 24-Stunden-Assistenz ist oder ob das jemand ist, der zum Beispiel nur morgens für die Morgentoilette vorbeikommt oder sowas. Also da gibt es alle Varianten. Da kann Fritz bestimmt auch noch mehr dazu erzählen. Aber ist ja hier auch kein Assistenz-Podcast. Es gibt ein Budget dafür, das geht entweder über die Pflegekasse oder über die Rentenversicherung. Da gibt es also verschiedene Träger, die man da anlaufen kann, oder auch die Unfallkasse. Es ist bürokratischer Krieg, das zu beantragen, aber wenn man eine Pflegestufe hat, dann kriegt man das auch geregelt. Also dafür sorgt unser Gesundheitssystem dann schon, dass man eine braucht, mit etwas bürokratischen Aufwand sich das auch besorgen kann und sich das auch leisten kann. Ja, Abstufungen sicherlich, ne? Aber ja, das ist drin. Ja, okay, das ist gut zu wissen. Das hörte sich recht aufwendig an, nämlich in der, was ich da so gehört hatte. Und deshalb hatte mich das mal interessiert. ich denke, eine Aussage, auf die sich die meisten Surfer und Surferinnen einigen können, so die erste Welle, die man wirklich in seinem Leben gesurft ist, die macht wirklich was mit einem im Kopf. Die ist gleich so bahnbrechend, dass er eigentlich nicht mehr, vom Gefühl her nicht mehr so richtig verschwindet. Was würdet ihr sagen, ist das bei Menschen mit Handicap, die sowas vielleicht, für die das vielleicht noch besonderer ist, auch noch verstärkter, oder ist das vergleichbar mit jedem anderen? Ich würde das mal gar nicht immer diese Unterschiede so rausarbeiten. Ich bin eigentlich ein Freund davon, irgendwie viel inklusiver zu denken und uns als gar nicht so unterschiedlich zu betrachten. Ja. Also ich meine, ich habe 28 Jahre quasi ohne erkennbare Behinderung gelebt und hatte dann meinen Unfall. Also ich kenne, sage ich mal, beide Welten inzwischen doch sehr gut. Und lasst mich euch sagen, so unterschiedlich ist das nicht. Das ist natürlich
auch irgendwie aus meiner individuellen Perspektive, jemand, der mit einer Schwerst-Mehrfachbehinderung geboren ist, der wird hier vielleicht auch was anderes zu sagen wollen. Aber am Ende des Tages sind wir doch alle Menschen. Und deswegen bin ich, das will ich hier nur mal so mit dem erhobenen Zeigefinger dafür plädieren, dass das gar nicht so ein großer Unterschied ist. Aber natürlich, ich glaube, wenn du irgendwie dein Leben lang gesagt bekommst, und das gibt es sicherlich bei einigen Menschen, aber wenn du dein Leben lang gesagt bekommst, das kannst du nicht, das ist nichts für dich, wir haben diese Kultur leider in Deutschland gegenüber Menschen mit Behinderung, dass da erstmal Skepsis vorgebracht wird und erstmal ja, mit Behinderung, nee, das kann ja gar nicht funktionieren. Mhm. Und wenn du das dein Leben lang gesagt bekommst, um dann festzustellen, Moment mal, die haben mir mein Leben lang Scheiße erzählt und ich kann sehr wohl Wellen reiten zum Beispiel, dann ist es, glaube ich, schon ein Moment des der Erkenntnis oder keine Ahnung, wie man das besser formulieren soll, aber macht wahrscheinlich was mit einem, sicherlich. Und das ist ja auch das, was wir verfolgen wollen. Ne? Also mit unserem Verein Open Ocean, den wir eben genau deswegen so genannt haben, weil das Meer offen für alles, wollen wir nicht nur dem Wellenreitsport die Diversität quasi hinzufügen und das, den Sport öffnen für Menschen auch mit Behinderung, sondern wir wollen eben auch sowohl für Menschen mit Behinderung zeigen, so hey, guck mal, da geht was und wenn du Bock drauf hast und Spaß am Wasser hast, dann gibt es für dich keine Grenzen. Und andersrum wollen wir Menschen ohne Behinderung zeigen, so hey, guck mal, vielleicht sind die vermeintlichen, wie sagt man denn, Dogmata, die man so in seinem Leben aufbaut, gegenüber Menschen mit Behinderung zum Beispiel, vielleicht stimmen die gar nicht mal so. Also in dem Moment, wo einer mit einem Bein weniger an dir vorbeisurft und das besser macht als du, dann wirst du mal drüber nachdenken. Ja, das ist genau so, ja, gerade es geht wahrscheinlich vielen so, wie mir auch, dass man dann, als wir jetzt diesen Gesprächstermin vereinbart haben, habe ich auch darüber nachgedacht, mein Gott, eigentlich habe ich extrem wenig Berührungspunkte mit Gehandicapten, mit behinderten Menschen bisher in meinem Leben gehabt und habe auch ganz stark gemerkt, oh, es ist so irgendwie ganz schwer, damit umzugehen jetzt auch auf einmal. Ich hatte das gleich so als, oh Mensch, das ist ein super spannendes Thema und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich so, oh Mann, irgendwie jetzt musst du erstmal nachdenken, wie du das überhaupt machst. Und dann hatten wir ja im Vorgespräch ja auch schon gesagt, ja, im Grunde genommen, ne, wir sind alles Menschen, es ist eigentlich kein großer Unterschied. Und da ist gut, dass ihr da auch in eurem Camp mit drauf aus seid, dass die beiden vermeintlichen Welten, die man so im Kopf manchmal denkt, zusammenzubringen. Es ist ja in der Realität, sind es ja zwei Welten, in Deutschland zumindest. Also es wird ja oder wurde ganz lange so ja auch irgendwie forciert, ne? Und aus meiner Sicht ändert sich das erst und auch wenn ich mit Menschen spreche, die seit, was weiß ich, 30 Jahren im Rollstuhl sitzen oder sowas, bekomme ich das bestätigt, dass es erst langsam aufbricht. Und auch das passt ja zum Zeitgeist, zum aktuellen. Ne? Ich meine, wir reden über Diversität in der Gesellschaft, wir reden über Gleichberechtigung, wir reden über gleichgeschlechtliche Liebe, über Rassismus, über all das. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Teilhabe, dass Menschen mit Behinderung genauso an der Gesellschaft teilnehmen dürfen und sollen und müssen, wie alle anderen auch. Ja. Bevor wir gleich konkret zum Verein Ocean, Open Ocean und eurer Arbeit kommen, wollen wir einmal so euch kurz ein bisschen als Surfer, Surferin-Typen einordnen. Mögt ihr einmal beide erzählen, wie Surfen eigentlich ursprünglich mal in euer Leben gekommen ist? Ja, fange ich an.
Ich war mit meiner Familie im Sommerurlaub in Frankreich mit meinen 14, 15 jungen Jahren und wir haben immer irgendwelche Activities gemacht. Einmal war das das Surfen. In Le Gœur hat es angefangen. Und an meinem Geburtstag hat es leider geregnet in den Sommerferien und dann haben wir einen Surffilm geguckt. Wir konnten nicht ins Wasser gehen und das war Blue Crush. Und seitdem habe ich einen Crush. Blue Crush hatten wir schon mal als Einstieg hier. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war von meinen vorigen Gästen, aber dann hat schon mal jemand erwähnt, dass das so der erste Berührungspunkt war. Opener. Auf jeden Fall. Ja, und daraufhin hat mich das nicht losgelassen. Die Sommerferien waren für Surfen belegt und nach meinem Abitur habe ich die Surflehrerlizenz gemacht und habe dann bestimmte 8 Jahre, 9 Jahre jeden Sommer in Frankreich, aber auch in Portugal mein Surflehrerinnen-Dasein gefristet, bis ich keinen Bock mehr drauf hatte tatsächlich. War mir dann zu viel. Surfen war auch nicht mehr so toll. Und in meinen letzten Kursen hatte ich aber 2 jugendliche Mädchen, die mit Einschränkungen gekommen sind und die haben halt auf gut Deutsch gesagt, die haben drauf geschissen, was andere Leute von ihnen gedacht haben und die haben einfach richtig viel Spaß im Wasser gehabt und das hat so gut getan, aus diesem Surferdenken, wer ist der Schönste, die Schönste, der Coolste, ein bisschen rauszukommen und einfach den Fokus wieder auf das, was wir im Wasser machen, zu legen und einfach Spaß zu haben. Bei mir war das ein bisschen anders gelagert. Ich bin aufgewachsen und groß geworden in San Diego in Kalifornien. Ich bin zwar hier in Stuttgart geboren, bin aber dann mit wenigen Monaten darüber verfrachtet worden und hatte deswegen schon sehr, sehr früh Kontakt zum Meer. Habe sehr, sehr viel als Kind in der Brandung gespielt mit Bodyboard, ohne Bodyboard, aber so irgendwie den Shorebreak abrutschen. Und du sprachst das vorhin von deiner ersten oder von der ersten Welle, die weiß ich auch, oder das Gefühl, daran kann ich mich noch sehr genau erinnern, so dieses, wenn man eine erwischt hat und sie einen bis zum Strand mitgetragen hat, die Freude dabei, das weiß ich noch sehr genau. Und als ich dann Anfang der 90er zurückgekommen bin, oder beziehungsweise meine Familie dann zurück nach Deutschland gezogen ist, ging das dann alles so ein bisschen verschütt. Dann eben landlocked und in der Schule und plötzlich war alles irgendwie ganz anders. Da habe ich das vergessen tatsächlich und mich erst wirklich wieder daran erinnert, als ich dann im Anfang meines Studiums mit ein paar Kommilitonen auch nach Frankreich gefahren bin, in dem Fall nach Vieux-Beaucourt. Oder ins Vieux-Beaucourt, ich weiß gar nicht, wie man das so richtig sagt. Aber genau, dort, das sollte erst mein Campingurlaub werden und irgendwann meinte dann ein Kumpel so, hier irgendwie, wir haben noch ein Brett über, hast du nicht Lust, mit ins Wasser zu gehen? Und ich habe mir nicht viel weiter gedacht, bin damit reingehüpft und dann gingen so mehrere Synapsen feuerten dann auf einmal los und irgendwie kamen diese Erinnerungen von früher und ich erinnerte mich auf einmal irgendwie wieder, ja, die Welle muss so und so aussehen, um sie anzupaddeln und dann musste paddeln und sowas. Und es ging dann sehr schnell und war auch sehr schnell auch wieder erfolgreich für mich, dass ich erstens Wellen bekommen habe und dann aber auch tatsächlich auf dem Brett aufgestanden bin und dann war ich lost. Auch ein spannendes Thema, Wiedereinstieg ins Surfen, ne, wenn man es mal verloren hatte irgendwo. Fritzi, bei dir, wenn ihr abgesehen von den Camps, die ihr ja irgendwo in den Norden Frankreich unternehmt, sind für dich so die Wellen, die du anstrebst? Eher kältere Wellen im Norden mit kurzer Anreise oder lieber irgendwo weiter weg und perfekte Wellen in Indo oder so? Ja, da macht sich halt mein Nachhaltigkeitsdenken leider, strebt sich dagegen. Da hatte ich mal Lust, wieder irgendwo ins Warme zu fahren und das ist auch reizvoll, aber das habe ich jetzt länger nicht gemacht und bin auch wirklich gerne irgendwo mit dem Bus unterwegs und stelle mich dann dahin,
wo es gerade passt und wo ich auch ganz gerne meine Ruhe habe. Also ich muss mich jetzt nicht irgendwo hinstellen, wo es überfüllt ist, sondern dann bevorzuge ich auch einfach eine Welle, die schlechter läuft, aber dafür ist weniger los und entspannter alles, ja. Kann ich gut nachvollziehen. Hannes, bei dir ist das wahrscheinlich etwas vorgegebener. Du sagtest ja schon, dass du so die dickeren Beachbreaks in Südfrankreich nicht so gut mit klarkommst. Dann wahrscheinlich auch Nordseewellen sind dann bei Windswell wahrscheinlich noch schwieriger, stelle ich mir jetzt vor. Ne? Das hat jetzt damit erstmal noch gar nicht so viel zu tun, was an der Nordsee das Problem für mich ist. Ist erstmal der Tidenhub. Also du musst dir überlegen, wenn du mit dem Rollstuhl quasi an die Wasserkante musst oder gehst, dann musst du dir genau überlegen, gehst du bei Ebbe rein und dann musst du aber irgendwie gucken, dass du deinen Rollstuhl auch beiseite kriegst, das geht meistens noch, oder gehst du bei Flut rein und hast dafür dann aber einen richtig weiten Weg zurück zu deinem Rollstuhl. Also das ist dem geschuldet, dass ich auch den Anspruch habe, das möglichst selbstständig zu machen, wobei ich da auch ein bisschen vernünftiger werde und mir auch inzwischen helfen lasse. Das war die letzten ersten Jahre, war ich da etwas radikaler. Aber das ist da viel mehr das Problem. Und das zweite Problem in der Nordsee ist schlicht und ergreifend die Temperatur. Ich habe durch den Querschnitt, das ist einer der Nebeneffekte, die man nicht weiß, wenn man nicht davon irgendwie betroffen ist oder sich damit beschäftigt. Aber die Temperaturregulation fällt sehr, sehr schwierig, beziehungsweise funktioniert nicht mehr ab einer gewissen Lähmungshöhe. Okay. Und das bedeutet für mich, dass wenn es zu heiß wird, ich Probleme bekomme. Also ich kann effektiv nicht mehr schwitzen. Und wenn es zu kalt wird, kann ich nicht mehr frieren. Das heißt, da muss ich sehr, sehr genau drauf aufpassen. Und wenn mein Körper zu kalt wird, dann verkrampft er so stark, die Schwimmer sagen, man wird blau, dass man sich aber nicht mehr bewegen kann. Dass jede Bewegung mit einer Spastik verbunden ist und das ja einfach nicht mehr geht. Deswegen ist die Nordsee für mich eigentlich eher so ein bisschen tabu. Das gesagt, bevorzuge ich eigentlich schon eher das Tropische. Also ich bin eine Weile jetzt auch Contests gesurft und da waren zum Beispiel auf Hawaii welche, das ist natürlich einfach nur geil. Aber dann ist es halt auch eben der Aspekt, den Fritzi schon gesagt hat. Erstens die Nachhaltigkeit und zweitens auch die Fülle, sage ich mal. Also wenn du halt geile Bedingungen hast, dann hast du auch natürlich da 1000 Leute. Und die Vibes, die stören mich dann doch eher so stark. Dann bevorzuge ich lieber leere Wellen, die nicht so gut sind, gegenüber den tollen Wellen, wo du aber nie eine kriegst oder irgendwie nur mit Assis im Wasser bist. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Geht mir ähnlich mit dem Nachhaltigkeitsgedanken auch. Ich habe jetzt dieses Jahr tatsächlich, ich war über Weihnachten auf Fuerteventura mit der Familie. Das war der erste Flug seit 10 Jahren. Und jetzt habe ich tatsächlich von meiner Frau und meinen Eltern gemeinsam einen kurzen Surftrip nach Portugal geschenkt bekommen zum 40. Geburtstag. So für mich alleine richtig geil natürlich. Aber dachte ich auch, ey, jetzt fliege ich hier in einem Vierteljahr zweimal. Das ist aber jetzt irgendwie, damit habe ich jetzt für die nächsten 20 Jahre verspielt, so ungefähr. Naja, mal sehen. Ja, das ist Bio-Kerosin. Bio-Kerosin muss kommen, ganz dringend. Genau, ja, ganz, ganz dringend, ja, stimmt. Würdet ihr prinzipiell eher empfehlen, den Surfkurs zu machen oder sagt ihr, ach, probiert mal ruhig auf eigene Faust surfen lernen, das geht auch? Kommt drauf an. Für manche funktioniert das gut und für manche funktioniert das halt nicht gut. Das ist wirklich individuell sehr unterschiedlich. Ne? Es gibt Autodidakten, die machen das, die stellen sich dahin, fertig. Aber ich als Surflehrerin würde immer sagen, der Coach. Würde ich genauso auch sagen. Das ist total typabhängig. Die eine braucht die Sicherheit,
die von einem Coach ausgeht. Und der andere denkt sich, mache ich einfach. Ja, ja. Aber dann haben ja halt auch so Leute im Wasser, ne, über die man sich ärgert. Ja, das stimmt. Ne? Die haben dann nämlich nicht unbedingt den richtigen theoretischen Hintergrund, auch was Surf-Etikette und Regeln und sowas alles angeht. Ne? Das ist vielleicht schon manchmal ein ganz wichtiger Punkt bei den Camps und Surfschulen. Ja. Sind Wavepools und stehende Wellen, habt ihr da Erfahrungen? Ist das für euch ein Thema, interessant für euch? Ist für adaptives Surfen total interessant tatsächlich. Einfach weil man natürlich so ein eine kontrollierte Umgebung hat, die einfach natürlich sicher ist. Und darüber hinaus aber für das Erlernen des Sports genauso interessant, sage ich mal, aus den gleichen Aspekten wie auch für Able-Bodied Surfer. Einfach weil jede Welle identisch ist, ne, und man seine Manöver tausendmal hintereinander verfeinern kann. Ich persönlich finde das nicht so gut. Also ich kann es einfach nicht leiden. Das ist für mich irgendwie, hat das was viel mehr mit einem Schwimmbadbesuch zu tun. Irgendwie, du fährst dahin, gehst in die Umkleide, nachdem du dein Ticket gelöst hast und ziehst dich um, surfst deinen Slot, gehst zurück zur Umkleide, kaufst dir noch eine Currywurst mit Pommes und in der Regel in dein Auto und fährst nach Hause. Das ist irgendwie für mich nicht das, wie ich Wellenreiten kenne und kennengelernt habe und wie ich das praktiziere. Aber ich sehe ganz klar, dass es da Benefits gibt und auch, wenn man dann auch auf diesen Contest-Gedanken schaut, dann wird es nochmal interessanter natürlich, also was auch da die Vergleichbarkeit angeht. Ja. Ja, da gibt es natürlich da auch die Argumente, ne, was bewertet man denn überhaupt im Contest? Geht es nicht auch darum, wie man im Wasser navigiert? Geht es nicht auch darum, die Welle auszusuchen, etc.? Das wird ja, fließt ja heute in die Bewertung mit ein. Mhm. Also es verschiebt einfach, oder ich finde, es ergänzt einfach den Sport und ich sag mal so, wenn es hilft, die Leute aus dem Meer rauszuhalten und mehr Inland und aus dem Flugzeug. Und aus dem Flugzeug. Hey, voll gut. Und ich meine, in 2023, glaube ich, soll in München der erste deutsche Wavepool eröffnen mit dynamischer oder mit schiebender Welle. Und da werde ich garantiert auch mal sein. Also will ja gar nicht sagen, dass das total Mist ist, aber ja. The real shit bevorzuge ich dann doch. Ja. Wenn man zu euch nach Hause kommt, erkennt man in eurer Wohnung oder Haus, ob das ihr surft? Ja. Die Bretter hängen im Eingang. Das ist der einzige Platz, wo sie hinpassen. Ich habe einen Keller. Muss jemand den fünften Stock bringen. Ich habe so ein paar Bilder hier hängen, die es wahrscheinlich eindeutig machen würden. Für euch gibt es besondere Momente, in denen Sehnsucht nach Wellen und Meer besonders schmerzt, so im Landlock-Dasein? Jeden Tag. Der deutsche Winter ist halt hart, ne? Das muss ich schon sagen. Ja, ja. Habt ihr da irgendwelche Kompensationen, die ihr seht, was ihr so Stadtsurfen praktiziert zu Hause als Hobbys? Mir fällt nichts Adäquates ein. Nee. Also nichts, was das kompensieren könnte, sagen wir mal. Nee, eigentlich nicht. Also ich meine, man macht dann halt Sport und man geht ins Schwimmbad und legt sich in die Badewanne und wackelt ein bisschen hin und her und hofft oder freut sich über die kleinen Wellen, die dabei entstehen, aber die du in der Badewanne wackeln, das kommt jetzt auch sehr schön, ja. Daran. Muss ich auch mal probieren unter dem Aspekt, ja. Nee, wieso? Hast du was? Also vielleicht kann man ja noch was lernen hier. Ich meine, was machst du denn? Naja, also auch so wirklich, also so richtig konkret, dass das irgendwie das ersetzt, auch nicht. Bei mir ist
ich würde sagen, so mein zweites großes Hobby ist viel Wandern und Outdoor-Sport, sodass ich einfach möglichst im Wald und dann irgendwie mit Übernachtung im Wald, und dann ist es für mich so, dass ich irgendwo diesem Naturerlebnis irgendwo nahe komme. Aber da fehlt natürlich der Action oder der Adrenalinkick vom Surfen, ja. Und ich würde mich wohl wirklich gern meinem Longboard oder auch so einem Surfskate mal mehr widmen. Das, glaube ich, könnte ein sehr guter Ersatz sein. Bin ich in der ganzen Zeit, die ich mein Longboard jetzt besitze, noch nicht so wirklich weit gekommen mit. Von daher ist das nicht der Rede wert. Aber da könnte ich mir schon vorstellen, kann man eine Menge machen, so als ja, generell als Inland, als Landlocked-Surfer sich mit Themen rundherum beschäftigen, sei es Surf-Fitness und vielleicht irgendwelche guten Sachen drumherum, wie jetzt letzte Woche hatte ich Pop-Up-Matic zu Besuch, dass man eine spezielle Fitnessmatte hat und irgendwie ja, Dinge hat, die einen irgendwie an das tatsächliche Thema erinnern, oder auch Paddeltraining auf dem See oder sowas, dass man irgendwo ein bisschen drin bleibt. Kann ich mir schon vorstellen, dass man da irgendwie viel machen kann, oder habe ich schon relativ viel gemacht, und da werde ich mich auch in kommenden Folgen wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr drum kümmern. Aber einen richtig adäquaten Ersatz für eine richtig geile Welle am Meer gibt es natürlich nicht. Nee, das kann mir auch keiner erzählen. Habt ihr einen besonders schönen, spannenden oder witzigen Surfmoment, den ihr uns mit uns teilen wollt? Und bei Hannes, bei dir würde mich vor allem interessieren, ob das vor oder nach deinem Genickbruch ist, wo du dich besonders dran erinnerst. Lustige Momente hatte ich viele, auf jeden Fall. Das war dann meistens irgendwie kombiniert mit meinen Surf-Buddies natürlich. Aber da ist jetzt auch kein Spezifisch, der mir rausfällt. Ich hatte mal einen spannenden Moment. Das war vor meinem Unfall. Da bin ich irgendwie die ganze Nacht mit Kumpels durch Frankreich gefahren und kam dann da in der Nähe von Le Gurp übrigens auch irgendwo raus. Und wir sind ins Wasser gesprungen. Und ich hatte ein Brett dabei, das ich erst kürzlich davor in Anführungszeichen repariert habe. In Anführungszeichen deshalb, weil ich bei der zweiten Welle viel zu spät dran war und in die Sandbank geprügelt wurde. Und als ich aufgetaucht bin, hatte ich nur noch die Hälfte vom Brett in der Hand. Und was soll ich sagen, war genau an der Stelle gebrochen, wo ich es davor repariert hatte. Aber ich wollte dann auf jeden Fall erstmal die Leash wegmachen, um irgendwie dieses Schrapnell loszuwerden. Und beim Wegmachen, ich war so ein bisschen übermüdet, aber beim Wegmachen, und ich hatte die Leash dann schon in der Hand, fiel mir auf so, oh, mein Autoschlüssel ist ja noch in der Leash. Und naja, da habe ich dann doch besser festgehalten. Okay, ja, besser ist das. Ich glaube, für mich sind das eher so die Naturmomente, wo ich dann fühle, dass gerade alles einfach zusammenpasst. Lass das ein Sonnenaufgang sein, oder in Neuseeland bin ich auch schon mal bei Mondschein gesurft oder Walgesänge unter Wasser gehört. Das, oh, ja. Oh, cheesy. Ja, ja. Ja, also bei Vollmond gesurft habe ich jetzt auch schon einmal im Podcast und einmal irgendwo anders gehört. Klingt total faszinierend. Das muss ich wohl auch mal irgendwann mal probieren. Das klingt schön, ja, total. Und Walgesänge, hört man die tatsächlich einfach, wenn man im Wasser unter Wasser taucht und die Ohren offen hat? Ja, so braucht man keine irgendwelche Geräte für. Nein, wow, einfach krass. Wasser und staunen. Ja, das glaube ich. Das ist echt mal Naturerlebnis Deluxe. Wer weiß, worüber die geredet haben, die Wale. Die haben ja. Die Ottos da mit ihren kurzen Brettern. Die glauben, die können das. Und gab es einen besonders schlimmen Wipeout, der euch in Erinnerung ist? Wipeout hatte ich noch nie. Was ist das? Da kommen immer mal welche dazu. Und aber je älter ich werde, desto vorsichtiger werde ich auch. Also dass ich da gar nicht mehr so, war ich wahrscheinlich noch nie so draufgängerisch, aber
ja, ich kann mein Brett besser kontrollieren, ich kann mich besser kontrollieren. Also so richtig dicke Wipeouts kommen nicht mehr vor, aber vielleicht passiert das ja nochmal. Also so, ich meine, der obligatorische irgendwie over the falls hinten runtergesaugt werden, wenn man gerade am Rauspaddeln ist und denkt, ah, das habe ich gerade noch so geschafft und dann saugt sie einen doch noch mit. Aber ich habe mir mal das Knie ziemlich böse verdreht. Ich weiß noch nicht mal so ganz genau, wie das passiert ist. Ich bin irgendwie die Welle gesurft, zwar auch vor meinem Unfall. Und bin mit einem Bein dann abgerutscht, so dass quasi das Brett sich zwischen meine Beine aufgestellt hat. Und dann hat sich das Brett verdreht. Und irgendwie hat es mir dabei mein Knie halt ausgedreht. Und das ging ziemlich auf den Menisken. Das war eher unangenehm. Aber jetzt so richtig was Schlimmes eigentlich auch nicht. Körperfall. Ja, genau, ja. Gestern habe ich mir einen Surfhelm gekauft. Ah, ja, okay. Hab mir einen bestellt, der müsste die Tage mal ankommen. Habe ich gerade jetzt auch vor zwei Episoden drüber mit einem Mediziner gesprochen, der einen Surfblock macht und da ging es auch um Surfhelm. Das kommt immer mehr, glaube ich. Ich denke auch, das ist einfach sinnvoll. Und da muss die Surfer-Szene dann auch lernen, dass die Coolness hinten anstehen muss, irgendwo mal, wenn man sicher sein möchte. Ja, das ist ja, Fritzi hat das ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass mit der Coolness in der Surfer-Szene, so, das ist ja auch so ein Thema, insbesondere bei uns deutschen Kartoffelsurfern. Ja. Also ich glaube, jeder, der auch mal in einem Land unterwegs war, wo Surfen wirklich zur Kultur gehört und nicht so angeeignet ist wie bei uns. Klar, da gibt es auch viel Testosteron im Wasser und all das. Aber da geht es einfach mehr um das Surfen an sich und nicht um, wie sehe ich dabei aus und was für Equipment surfe ich und habe ich auch die richtigen Klamotten dafür an. Und so, ne, das ist ja schon, muss man ja leider immer wieder feststellen bei uns. Wohl wahr, ja. ich hatte euch im Vorfeld gefragt, ob ihr ein Wort aus meiner Rubrik Surflexikon erklären wollt. Und Hannes, du hattest gleich dich für das schöne Wort Aloha entschieden. Magst du erzählen, was dir Aloha bedeutet? Oder was ist allgemein bedeutet und was du damit verbindest? Total gerne. Ich habe das vergessen, dass ich dir das gesagt habe. Sonst hätte ich mir natürlich schöne Worte zurechtgelegt. Das ist, weil wir schon so oft verschoben haben mittlerweile. Ja, genau. naja, also ich habe das, die Bedeutung oder die, die Bedeutung des Wortes eben auf meinen inzwischen mehrfachen Besuchen der hawaiianischen Inseln kennengelernt. Dass es eben nicht nur irgendwie ein recht abstrakter Aloha-Spirit und wie auch immer irgendwie ist, sondern dass das ein Wort für Verbundenheit, für Freundschaft und für Liebe ist, die man seinen Mitmenschen gegenüberbringt. Oder ja, gegenüber, sagt man das, gegenüberbringt. Und mit Wenn man Aloha in seinem Leben verankert, dass man einfach mit Respekt und Zuneigung anderen Menschen begegnet. Und das finde ich im Prinzip, das sollten wir alle so ein bisschen mal mehr beherzigen. Und wahrscheinlich lacht jetzt jeder Hawaiianer über meine Definition. Aber Ich finde sie ganz angebracht und schön. Und der Aufruf, also Aloha, hat seine Berechtigung, weil es irgendwo ja auch so in diesen ganzen Instagram-Surf-Lifestyle-Kreisen wird das ja auch schon verschrien irgendwo, dass man Aloha kann man nicht mehr sagen, Hang Loose kann man nicht mehr sagen. Das ist alles hier so Klischee, aber ist es ja auch. An sich eine schöne Bedeutung dahinter, ne? Wenn man so richtig meint. Ja, aber ist ja auch Klischee. Also das ist ja wieder genau das. Es geht ja ganz viel
oder ganz vielen geht es ja viel mehr um den Surf-Lifestyle als um die eigentliche Kultur dahinter. Ja. Und da ist Aloha ein super Beispiel. Ich ziehe mir ein T-Shirt an, da steht halt Aloha drauf, dann weiß jeder sofort, dass ich ein Surfer bin. Aber was es eigentlich genau bedeutet und dass es viel mehr eine Lebenseinstellung ist oder eine Lebensphilosophie, das wissen nicht so viele oder zumindest nicht so viele, die ich kenne, wie euch das geht. Ja, denke ich auch, ja, weiß ich gar nicht so genau. Mit Open Ocean seid ihr mittlerweile im vierten Jahr, wenn ich das richtig gelesen habe. Das vierte Camp steht dieses Jahr an und ich glaube, die Anmeldung für das erste Camp ist auch schon durch, soweit ich das gelesen habe. Ne? Mhm. Welche Arten von Behinderungen hattet ihr bereits alles so in eurem Camp? So von der Schwere her? Wir haben einige Rollifahrer dabei. Da ist auch schon jede Couleur, also von Leuten, die sehr gut alleine klarkommen, bis auch Mehrfachbehinderung mit einem elektrischen Rollstuhl. Aber wir haben auch schon blinde Leute dabei gehabt. Das sind so unsere Spezialgebiete, würde ich sagen. Und natürlich, was Open Ocean versucht zu verbinden und wovon wir leben, ist einfach, dass wir Adaptive und Non-Adaptive zusammenbringen wollen. Mhm. Das heißt, also, wo wir gerade zum Beispiel Familien, wo vielleicht ein Mensch mit Behinderung dabei ist oder Freunde, die Freunde sind und gerne zusammen was ausprobieren wollen, vielleicht auch mal einen Sport ausprobieren wollen und wo der eine Mensch eine Einschränkung hat. Also wir wollen inklusiv sein und ja, jeder darf kommen, wie er ist. Come as you are. Und eine schöne Zeit ist die Einladung da, ja. Mhm. Habt ihr wahrscheinlich gemischt, aber so tendenziell gibt es mehr Menschen, die zu euch kommen, um das erste Mal surfen zu gehen? Oder habt ihr auch viele Wiedereinsteiger da, so wie es bei Hannes ursprünglich mal war? Ich würde sagen, die meisten sind neu im Sport. Wir hatten aber auch schon Leute, die zum Beispiel eine Verletzung hatten und sich so im Sinne der Reha langsam wieder rantasten wollten. Die sind jetzt nicht irgendwie mit einer Behinderung davon gekommen nach ihrem Unfall, sondern hatten irgendwie, keine Ahnung, eine massive Beinverletzung oder sowas, wo die Reha sehr lange gedauert hat und wo sie sich langsam wieder rantasten wollten. Aber die meisten sind schon Leute, die neu im Sport sind, ja, auf jeden Fall. Vielleicht als kleiner Zusatz dazu. Die Leute, die wir bis jetzt begeistern konnten, da bleiben die meisten auch dabei. Also die kommen gerne wieder. Wir haben eine hohe Kundenbindung, einfach weil es so wenig Sportreise, Aktivreisemodelle gibt für Menschen mit Einschränkungen, ist das halt, wenn die wissen, okay, bei Open Ocean geht, da weiß ich, wie ich mich bewegen kann und da habe ich eine gute Woche. Kann was Neues ausprobieren und kann auch mich weiterentwickeln in dem Sport. Das spricht natürlich fürs Projekt an sich, ne, dass die Leute gerne wiederkommen und auch Mundpropaganda machen und Freunden erzählen. Ja, das ist ein guter Punkt. Wäre auch eine Frage gewesen, wie so ein Surferinnen-Werdegang von Absolventen eures Camps denn so weitergeht, ob die Leute dann auch teilweise einfach schon alleine irgendwo auf den Surfkurs gehen danach oder ob einfach viele wiederkommen. Ja, wahrscheinlich gibt es beides, nehme ich an. Ne? Gibt beides. Also insbesondere einer, der fängt jetzt an, auch auf, also der ist im Rollstuhl unterwegs, der ist auch ein Querschnittpatient, der fängt jetzt an, auf eigene Faust auch seine Trips zu machen. Einfach weil er, ich sag mal, das Handwerkszeug gelernt hat, der
weiß über die Ausrüstung Bescheid und hat auch einfach im Meer genug Sicherheit und in der Erfahrung inzwischen, dass er sich das zutraut und sich da auch selber rantasten will. Der kommt auch trotzdem noch mit auf die Trips, einfach weil es eine schöne Community ist. Ja. Aber macht eben das auch auf eigene Faust. Grundsätzlich ist es so, dass wir, das hatte Fritzi schon gesagt, wir wollen inklusiv sein. Und als wir mal angefangen haben damit vor 4 Jahren oder ich glaube sogar 5 Jahren inzwischen, haben wir mal gesagt, so im Idealfall haben wir eigentlich eine Teilnehmerbesetzung 50-50, 50% Surfer und Surferinnen mit Behinderung und 50% ohne Behinderung. Das ist jetzt natürlich schön, wenn man sich das wünscht. Die Realität sieht anders aus. Wir haben deutlich mehr Menschen mit Behinderungen, die mitkommen, als ohne. Und ich glaube, das hängt aber auch sehr stark damit zusammen, dass man, also Adaptive Surfen in Deutschland ist einfach noch in den Kinderschuhen und das Level ist dementsprechend auch noch nicht sehr weit entwickelt. Und ich glaube, wenn über den Lauf der Zeit, wenn auch das Niveau höher wird, und das auch nach außen hin transportiert wird und gesehen wird, dass das eben nicht nur irgendwie ein bisschen Weißwasser abrutschen ist, sondern dass es hier wirklich ums Wellenreiten geht und dass man da auch als Able-Bodied voll auf seine Kosten kommt, dass wir dann auch da diesen inklusiven Anteil etwas erhöhen können. Weil darum soll es am Ende gehen, dass wir eben diesen Sport ja diverser machen und ja unsere Plattform, die wir da haben, nutzen, um Begegnungsräume zu schaffen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung, die sonst im Alltag halt nicht zusammenkommen würden. Ich meine, du hast eingangs selber gesagt, so du weißt gar nicht, wie wenig oder wie viel Kontakt zu Menschen mit Behinderung du so bisher in deinem Leben hattest, beziehungsweise du wusstest es sehr genau, nämlich fast kaum. Und das ist ja ein Problem bei uns. Also ich meine, da brauche ich jetzt nicht anfangen, weil sonst höre ich nie wieder auf. Unsere Gesellschaft ist nicht inklusiv und Menschen mit Behinderungen müssen schon sehr aktiv nach draußen wollen, sozusagen. Und dann sind sie aber rar und sind eben was Besonderes. So. Und wir wollen Menschen dazu ermutigen, auch eben rauszukommen. Und auf der anderen Seite wollen wir Menschen, die sonst in ihrem Alltag nicht diese Berührungspunkte haben, zu Menschen mit Behinderungen auch Berührungsängste nehmen. Ja, genau. Ist ja wirklich auch ein wichtiger Punkt, wie stelle ich es mir vor, wenn ich jetzt sage, ich habe Lust, mit euch auf Open Ocean Tour zu gehen? Läuft es ab wie ein normales Surfcamp? Einfach gemütliches Beisammensein und dann beginnt die Session mit ein bisschen Kurs für die brauchen? Oder unterstütze ich als normaler Teilnehmer einfach die Leute dabei? Oder mache ich... Habt ihr irgendwelche besonderen Ansätze, wie man das integriert? Also, das ist in dem Sinne sind wir ein Camp wie andere Camps auch. Wir laufen von Samstag bis Samstag. Wir haben 5 bis 6 Tage im Wasser. Meistens gehen wir früh ins Wasser, weil da die Wellen einfach an dem Spot besser sind. Und dann die Leute, die Unterstützung brauchen, die mehr Unterstützung brauchen, die kriegen Unterstützung. Also wie gesagt, wichtig ist ein hoher Betreuungsschlüssel. Und dann gehen wir halt einfach surfen. Natürlich wird erklärt und wir haben auch theoretischen Input und Workshops. Aber wenn jetzt zum Beispiel able-bodied Leute dabei sind, die kriegen halt genauso ihren Surfkurs wie die Leute mit Einschränkungen. Da wird dann kriegt jeder seinen Coach an die Seite und das sind kompetente Leute da in Viana do Castelo. Wir arbeiten mit dem Surfclub vor Ort zusammen, eben weil die schon langjährige Erfahrung haben in dem Themenfeld und können uns da wirklich gut verlassen und
wissen, wo wir da dran sind. Also da geht es dann einfach um Surfen. Und ich möchte da auch ergänzen, dass eben Able-Bodied-Teilnehmer sind eben explizit nicht dazu abgestellt, jetzt sage ich mal, die Surfer mit Behinderung irgendwie zu unterstützen oder sowas. Das wird nicht erwartet, sondern im Gegenteil. Also oder was heißt im Gegenteil? Das ist natürlich nicht verboten, also wenn das jemand will, aber wir erwarten das nicht, sondern wir machen schon auch ganz klar, jedem, der sich anmeldet, wer mit Behinderung kommt und zum Beispiel Assistenzbedarf hat, muss seine Assistenz selber mitbringen. Also es kann nicht sein, dass jetzt irgendwie Able-Bodied-Teilnehmer verpflichtet werden, anderen zu helfen oder sowas. Das ist nicht Inklusion, sondern wir wohnen zusammen, wir essen zusammen, wir surfen zusammen, wir machen Seminare zusammen. Das geht von Surfpsychologie über die Basics, sage ich mal, natürlich hier eine Wellentheorie, Entstehung, Surftheorie, wie auch immer, ja, über Surfkultur. Wir lernen zusammen, wir lernen voneinander und man verbringt einfach sehr viel Zeit zusammen. Also ich kann mich erinnern an einen unserer Teilnehmer oder zwei eigentlich, die mit Sehbehinderung gekommen sind. Das war damals für uns auch eine Premiere, sehbehinderte Surfer dabei zu haben. Und das war für alle total spannend. Also das war für die spannend, weil die den Sport nicht kannten. Das war für manche von den Rollifahrern spannend, weil die Menschen mit Erblindung oder mit Sehbehinderung auch nicht kannten. Ja, das war für uns als Teamer spannend, überhaupt diese ganze Dynamik dann zu sehen. Das war für die ohne Behinderung spannend, weil die sowieso völlig überfordert waren. Nein, Quatsch, die waren nicht überfordert, sondern das war super witzig. Wir haben ganz viel gelernt über, wie bedient eigentlich jemand mit Sehbehinderung ein Smartphone. Also der eine Typ, der arbeitet für ein Bundesunternehmen als Controller und zieht sich jeden Tag irgendwie seitenweise Bilanzen rein, aber halt blind. Und lass dir das mal auf der Zunge zergehen, wie machst du das? Ja. Und daraus sind dann halt solche Sachen entstanden, dass wir dann irgendwie mal eine Runde blind Kniffel gespielt haben. Also, das ist einfach faszinierend, so einfach mal rumspielen und sich mal drauf einlassen und so diese Berührungsängste abbauen und miteinander lachen und auch manchmal übereinander lachen, ist ja jetzt nicht so. Also Behinderung kann auch einfach echt richtig lustig sein. Und ja, das war einfach bereichernd für alle und alle sind da rausgegangen und haben eine neue Perspektive mitgebracht nach Hause. Das kann ich mir super vorstellen, dass man da ganz viel draus mitnimmt. Gerade so ja mit Sehbehinderung ist irgendwie noch abstrakter für um ins Surfen zu gehen. Da ich muss die Frage fast schon stellen, wie funktioniert das? Wie bringt man die da ran? Wie vermittelt man denen, wann sie irgendwie eine Welle starten sollen? Oder spüren die das? Hören die das? Also wir können uns das, glaube ich, nicht richtig vorstellen, wenn wir sehend uns entwickelt haben. Mhm. Ich stelle mir das so vor, wenn ich es zumindest probiere, mir das vorzustellen, dass die Wahrnehmung einfach eine andere ist. Die Wahrnehmung ist anders geschult. Die Sinne sind sehr viel geschärfter auf die Sachen, die eben wahrgenommen werden können. Das ist das Gefühl, das ist das Hören, das ist aber auch eine Form von Energie. Das klingt vielleicht ein bisschen spirituell, aber so ein Teilnehmer von uns, der wusste ganz genau, auch wenn ich keinen Mucks gemacht habe, dass ich da bin und dass ich mich irgendwie im Raum befinde, obwohl es nicht hörbar war. So. Ja. Also da sind die Leute einfach viel, viel geschulter und viel sensibler in Wahrnehmung von anderen Sinnen. Ja. Und was das Wellenreiten an sich angeht, da ist es ganz praktisch so, dass die Surferinnen mit Coach auch rausgehen. Also das ist eine 1:1-Betreuung.
Ja. Und die kriegen natürlich erstmal eine Trockeneinheit. Da wird erstmal das Board abgetastet, um erstmal zu verstehen, wie sieht denn so ein Brett aus, wo sind da eigentlich vorne und hinten und so und ne, wo liegt man da am besten. Dann so ein bisschen Pop-up-Training, sage ich mal, wie man theoretisch das gut macht. Das Spannende an Surfern oder überhaupt an Sportlern mit Sehbehinderung oder blinden Sportlern ist, aus der Trainerperspektive, die machen sehr, sehr genau das, was man ihnen sagt. Einfach weil sie sich darauf verlassen. Und das führt dann eben auch dazu, dass man im Wasser natürlich als sehender Coach die Wellenauswahl erstmal macht. Und dann eben in den ersten paar Schritten die Surfer in die Welle pusht und ihnen auch dann früher oder später das Kommando gibt, so hier und jetzt mach mal den Pop-up so, ne? Oder ganz viel am Anfang ist erstmal nur spüren, dann ganz am Anfang sogar erstmal ohne Brett reinzugehen und erstmal nur Wellen an sich überhaupt mal zu erfahren, zu erspüren. Und dann baut sich das so langsam auf. Dann wird man oder werden die Surfer mit Sehbehinderung in die Welle gepusht. Sie stehen dann langsam auf und dann jeder nach seinem Tempo oder in seinem Tempo ist er dann mehr oder weniger erfolgreich. Aber in den Fällen bisher war das so, dass die alle innerhalb von 2 Tagen, meine ich, auf den Brettern auch standen. Und die Wellen abgeritten sind, teilweise auch dann schon mit grüner Welle. Und ja, aber trotzdem, die Frage ist natürlich schon auch spannend, so wie nimmt eigentlich jemand, der eine Welle nicht sehen kann, eine Welle wahr? Und wir haben dann irgendwann festgestellt, dass sie gebrochene Wellen, also Weißwasserwellen, natürlich wahrnehmen können, weil sie sie hören, aber dass sie die ungebrochenen Wellen, dass sie noch gar kein Konzept davon hatten, dass eine Welle auch ungebrochen sein kann. Ja, das da, was ich so überlegt hatte, auch jetzt in meinem Kopf, wie die das Prinzip des Meeres, die Wellenrollen an den Strand überhaupt kennen und ja wahrnehmen und ja ein Konzept davon haben, ne? Genau, das haben wir, als wir das dann festgestellt haben, zu spät, aber das war sozusagen auch unser erster Berührungspunkt auch mit Surfern mit Sehbehinderung. Aber das haben wir dann erst am Tag 4 oder sowas festgestellt, dass sie da einfach ein nicht vollständiges Konzept haben, haben wir einfach Wellen nachgebaut. Wir haben im Endeffekt dann mit einer Duschmatte und mit Handtuch und irgendwie einem Kochlöffel oder sowas und einem Gürtel haben wir dann quasi aus der Vogelperspektive die Situation am Strand nachgebaut und hier wäre quasi eine Bank und dann kommt hier irgendwie eine Wellenlinie rein und die bricht jetzt so und so und so und was bedeutet das denn, wenn sie bricht? Also sie kann ja sich einerseits im physikalischen Sinne brechen, ne, wie sie sich um einen Point Break drum bricht oder sie kann aber auch sich brechen im Sinne von sie stürzt vornüber sozusagen und wird zu Weißwasser und wie breitet sich dann das Weißwasser aus über die Bank und sowas. Also das haben wir dann einfach runtergebrochen und probiert plastisch darzustellen und ertastbar zu machen. Und das hat gut funktioniert. Ja, mega spannend. Also tatsächlich, ihr habt so nach 4 Tagen dann auch rausgefunden, dass die eigentlich gar nicht so genau wussten, was da um sie herum passiert, dass die Wellen ankommen und da noch nicht weiße Wasserwellen sind, sondern dass die dann erst ab einem Punkt brechen. Ja, das war aus dem Gespräch raus. Wir waren irgendwie auf der Mole spazieren, auf der Hafenmole. Und dann meinte einer von den beiden so, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und ich höre ja dann die Welle kommen und dann Punkt, Punkt, Punkt. Und da haben wir so gestutzt und so, nee, du kannst die Welle eigentlich gar nicht hören. Was meinst du jetzt genau? Und dann sind wir dahinter gekommen, was die eigentlich meinen. Und dass da eben ja nur die Hälfte sozusagen da ist. Und das ist eben auch sowas, ne? Also wir lernen da jedes Mal dazu und man muss einfach wirklich aufmerksam sein, egal ob man jetzt mit jemandem unterwegs ist, der nichts sehen kann oder jemand, der langsamer oder gar nicht läuft oder
der vielleicht anders sensibel ist oder irgendwo andere Fähigkeiten hat als das, was man gewohnt ist. Weil man geht immer von dem aus, was man kann oder was man nicht kann. Aber dass es da andere Welten gibt, stimmt, ja. Noch nicht so auf dem Schirm oft. Ja, mega interessant, wirklich. Also da, ich musste gerade dran denken, es wäre eigentlich, wie seid ihr auf so einen Fall eingestellt? Ich könnte mir total gut vorstellen, weil es einfach eine super gute Erfahrung sein muss, gerade für Kinder, glaube ich, sowas zu erleben, mal mit der Familie mal mitzukommen, mit zwei kleinen Kindern. Wären da Kindersurfkurse, wäre das bei euch ein Thema? Weil meine Tochter, die habe ich bisher ein bisschen unterrichtet, aber ich bin jetzt auch an einem Punkt mit ihr angekommen, wo ich dann irgendwo das übergeben würde an jemanden, der da didaktisch besser ist. Ja, also das Konzept Family steht bei uns auf jeden Fall auch noch auf der Liste. Wir wachsen jetzt gerade so, wie unsere Kapazitäten das natürlich zulassen, aber dass das auch ganz klar für uns ansteht, das ist keine Frage. Also da wollen wir uns gerne auch weiterbilden und machen, ja, Familien, mit Familien surfen zu gehen, nicht wahr? Ja. Ja, und da auch Pommes, ja, du bist herzlich eingeladen, auf jeden Fall mal vorbeizuschauen und dir das anzugucken mit deiner Familie. Ja, also das werde ich auf jeden Fall mal auf dem Schirm behalten. Das ist, denke, gerade für Kinder, da frühzeitig mal irgendwo einen Berührungspunkt zu kriegen und dann auf so eine intensive Art und Weise super vorstellen. Ja. Musstet ihr schon mal jemanden, der angefragt hat, abweisen, weil die Behinderung nicht umsetzbar war? Nein. Also da bin ich auch immer der Meinung, dass das geht. Also ich habe in den letzten Jahren und seitdem ich mir das wieder angeeignet habe, bin ich einiges rumgekommen in der Welt und habe diese Adaptive Surf Community sehr gut kennengelernt. Die ist international sehr, sehr stark und hat sich in den letzten, ja, eigentlich 15 Jahren entwickelt. Und ich kenne wichtige Größen, sage ich mal, also wichtige Organisationen in dieser Community kenne ich sehr gut und war mit denen zusammen im Wasser und habe mir deren Programme angeschaut aus nächster Nähe. Und da, ehrlich, gibt es nichts, was es nicht gibt. Also ich habe da Kinder mit Beatmungsgerät auf Brettern surfen sehen. Das ist dann Tandem-Surfen, ja, einverstanden. Aber die surfen auch und sind dann halt mit einer Begleitperson zusammen auf dem Brett. Schwerst Mehrfachbehinderung. Also aus meiner Sicht gibt es nicht. Ja, super. Ja, im Norden Portugals sind die Wellen ja dann auch aber schon ganz ordentlich wahrscheinlich die meiste Zeit. Ne? Wobei im Sommer, ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt mit meinem Kurztrip, den ich bald mache, das erste Mal, das zweite Mal in Portugal, aber das erste Mal war nur ein Tag quasi irgendwo. Gibt es da öfter mal Tage, wo es zu groß ist? Oder ist das kein Thema? Also wir haben dort vor Ort eine Kooperation und sind sehr glücklich mit dem Spot. Der ist eben so ausgerichtet und geschützt von einer Hafenmole, dass wir uns die Bedingungen aussuchen können. Ah, wenn es zu groß ist, gehen wir näher an die Mole. Wenn es zu klein ist, dann gehen wir weiter in die Bucht. Und es ist meistens so schön und so geordnet. Also es ist wirklich für unsere Zwecke optimal, dass jedes Gusto bedient werden kann. Klar, wenn es flat ist, ist es flat. Und wenn ein Jahrhundertsturm kommt, dann will man da auch nicht sein. Aber bis jetzt hatten wir noch immer super schöne Wellen und schöne Bedingungen. Ah, okay, perfekt, ja. Open Ocean läuft komplett in Ehrenamt oder seid ihr mittlerweile bei bezahlten Sachen angekommen, dass ihr davon auch lebt? Nein, bisher ist das komplett Ehrenamt. Ja. Das aktive Team ist 6 Köpfe groß und wir entwickeln das zunehmend und wollen auch hauptamtliche Stellen schaffen.
Davon sind wir aber noch ein bisschen weg. Hauptsächlich, weil wir bisher noch keinen Zugriff auf oder noch keinen Zugang zu einem entsprechenden Förderprogramm haben. Daran arbeiten wir. Das ist ein Ziel dieses Jahr. Aber bisher ist das rein ehrenamtlich. Okay. Gibt es irgendwelche Unterstützungsmöglichkeiten für Hörer, Hörerinnen, die jetzt vielleicht sagen, ich würde gerne, also einmal natürlich mitkommen, ist wahrscheinlich die beste Unterstützung, aber sonst, wer sagt, Mensch, tolles Programm? Ja, also wir sind dabei, gerade ins Vereinsregister eingetragen zu werden. Ja. Was auf jeden Fall ein Meilenstein ist, weil ab dem Punkt dürfen wir Spenden annehmen und auch quittieren. Also Spenden ist natürlich immer eine Möglichkeit und davon werden wir auch uns finanzieren und stützen, dass wir überhaupt das Projekt laufen lassen können, auch wenn wir weiter ehrenamtlich sind. Man kann auch Mitglied werden. Das wäre dann quasi ein Jahresbetrag von entweder 35 oder 39 Euro. Mhm. Und da gibt es aber noch Möglichkeiten und Potenziale, die wir noch gar nicht ausgeschöpft haben. Also wir haben auch schon daran gedacht, zum Beispiel so etwas wie ein Peer-System aufzusetzen, dass quasi jemand, der sich das finanziell vielleicht nicht leisten könnte, mitzukommen, unterstützt wird von jemandem, der sagt, ich finde das toll, ich finde das eine gute Idee, ich würde gern jemanden ermöglichen, mitzukommen. Ich selber möchte nicht so offen gehen, aber ich finde das Projekt toll und ich möchte jemand anderen das ermöglichen. Ah, ja. Okay, ja. Ah ja, gut, ja, da wird man ja sicherlich bei euch auf der Webseite, im Instagram-Account und ähnlichen auf dem Laufenden gehalten, wie der Stand der Dinge ist. Genau, da haben wir auf jeden Fall Informationen. Wir haben natürlich auch darüber hinaus, suchen wir immer auch nach Kooperationspartnern. Also das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann zum Beispiel entweder einfach auch Surfschulen in Europa sein, die Interesse haben, mit uns zu kooperieren, die Interesse haben, unser Know-how auch zu bekommen und ihr Angebot auch für Surfer und Surferinnen mit Behinderungen zu öffnen oder auszurichten. Wir suchen aber auch Leute, die zum Beispiel mit Material uns unterstützen können. Also im Moment ist das ein bisschen ein Lagerkapazitätsproblem, sage ich mal. Aber wir wollen unsere Bretter natürlich auch anpassen und müssen unsere Bretter anpassen. Also wenn man zum Beispiel Surfbretter hat, die man nicht mehr selber surft, die sich aber eignen und die jetzt nicht Schrott sind, also Sondermüll nehmen wir auch nicht an, aber solche Dinge sind auch immer Unterstützungsmöglichkeiten auf jeden Fall. Und natürlich Mund-zu-Mund-Propaganda erzählen von uns und wie du es schon gesagt hast, sich auch trauen, mal mitzukommen. Total gerne. Mhm. Also wir sind ein lustiger, freundlicher Haufen und wir können eine gute Zeit garantieren. Das klingt gut, ja. Ihr seid unterm Dach des DWV noch, wie ich gehört habe. Was spielt das für eine Rolle bei euch im Moment? Beziehungsweise ihr habt euch entschieden, aus dem DWV auszutreten, wenn ich das richtig gehört hatte? Da müsst ihr vielleicht kurz sortieren. Und zwar arbeiten Hannes und ich und auch noch eine weitere Person aus unserem Team für den DWV im Fachausschuss. Adaptive Surfen, das heißt, wir kümmern uns um alle Belange, um alle Interessenten und vor allem auch um die Paranationalmannschaft. Was jetzt die Surftrips angeht, haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass wir da im DWV an unsere Grenzen kommen, dass wir vielleicht das nicht so weit ausbauen können oder in dem Rahmen wachsen lassen können, den wir uns vorstellen. Und daraufhin haben wir eben Open Ocean gegründet. Aber wir werden
zum Beispiel auch als Open Ocean Verein sind wir daran interessiert, Verein im Verband des DWVs zu werden. Ah ja, okay. Genau, also ist ein bisschen Kuddelmuddel, aber wir versuchen das schon so differenziert wie möglich auseinanderzuhalten. Mhm. Zum Beispiel, wir sind zum Beispiel auch über den Fachausschuss Adaptive, sind wir auch an einem Erasmus Plus Projekt beteiligt. Das ist einfach auf Verbandsebene zum Beispiel viel besser aufgehoben, als wie wenn wir da als Open Ocean e.V. agieren würden. Also es kommt, kommt immer so ein bisschen drauf an, was die Ziele jeweils sind, wie Fritzi hat es gerade schon gesagt, also die Nationalmannschaft, das ist Verbandssache, das hat mit uns als Verein nichts zu tun. Ja, genau, ja, über Nationalmannschaft und Contest-Sachen hatten wir im Vorfeld auch schon mal kurz gesprochen. Auch ein spannendes Thema, da werde ich auch vielleicht gerne nochmal auf euch zurückkommen bei irgendwann bei Zeiten. Contests und Ähnliches sind eigentlich nicht so unbedingt mein Thema, aber in dem Zusammenhang finde ich es dann doch auch schon wieder recht spannend. Was umfasst Adaptive Surfen eigentlich alles? Ist das Behinderung oder umfasst das auch andere Dinge wie Zugang für sozial Schwache zum Sportsurfen und Ähnlichen? Muss man ein bisschen differenzieren. Adaptive Surfen aus meiner Sicht und so wie ich das bisher kenne, bezieht sich das eigentlich auf Surfen mit körperlichen Behinderungen beziehungsweise mit sensormotorischen Einschränkungen, also mit Sehbehinderung, gehörlos oder mit Hörbeeinträchtigung, eben mit Körperbehinderungen, Querschnitten, Tetraspastiken, Amputationen, you name it. Daneben gibt es aber ja sicher oder natürlich auch eben kognitive Behinderungen zum Beispiel, also bekannt Down-Syndrom zum Beispiel oder Formen von Autismus. Das würde man eher in den Bereich Surftherapie stecken, glaube ich. Wobei auch da, also gerade zum Beispiel mit kognitiver Behinderung, ne, da muss es jetzt nicht um den therapeutischen Ansatz gehen. Da geht es in erster Linie auch erstmal darum, Spaß zu haben. Es zeigt sich aber, dass zum Beispiel beim Autismus Surftherapie sehr, sehr erfolgreich ist und sehr, 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 sehr gute Ergebnisse liefert. Aber darüber hinaus ist Surftherapie natürlich auch noch mehr. Also ich meine, da gibt es zum Beispiel Erfahrungen mit PTSD, also posttraumatischen Belastungsstörungen. Das sind zum Beispiel Soldaten, die aus Kriegseinsätzen zurückkommen und traumatisiert sind. Oder auch zur Behandlung von Depressionen zeigt das auch schon sehr erfolgreiche Wirkung. Das wäre also alles so ein bisschen unter diesem Dach Surftherapie, glaube ich, zu fassen. Dann hattest du schon angemerkt, gibt es auch eben diese soziale Komponente. Ne? Da gibt es ja zum Beispiel Wir machen Welle. Die Kolleginnen und Kollegen von dem Verein spezialisieren sich eben darauf, ja, Jugendliche aus sozialen Brennpunkten oder sozialen schwierigen Hintergrund irgendwie ins Wasser zu bringen und das so im Sinne des Empowerments zu nutzen. Aber da musst du selber fragen. Ja. Ich kann das bestimmt besser erklären. Also auch hochinteressante Thema auf jeden Fall, das ganze Surftherapie und Ähnliches. Ne? Und ja, auch so irgendwie so ein bisschen als Landlocked-Surfer, Surferin in Deutschland hat man immer so auch ein bisschen den Eindruck, dass es auch schon ein recht elitärer Sport ist für uns eigentlich, ne? Wo nicht jeder Zugriff zu hat, sei es finanziell oder auch überhaupt erstmal, um darauf zu kommen, irgendwie, denke ich manchmal. Ne? Ja, voll. Und das ist für uns auch ein ganz wichtiges Thema. Fritzi hatte das ja schon angesprochen mit dieser Patenschaft, sage ich mal. Also ich meine, wir reden über barrierefreies Surfen, ne? Und dazu gehören sowohl die physischen Barrieren, also überhaupt irgendwie das Meer an sich zugänglich zu machen, physisch. Dazu gehören die mentalen Barrieren, nämlich eben diese Diversität,
überhaupt mal zu feiern und zuzulassen und eben Berührungsängste abzubauen gegenüber Menschen mit Behinderung. Aber dazu gehört auch finanzielle Barrierefreiheit, weil, wie du sagst, das ist ein elitärer Sport. Und wenn wir darüber reden, dass wir das eigentlich zugänglich machen wollen für alle, dann müssen wir auch der Realität ins Auge sehen, dass sehr oft Menschen mit Behinderungen sich sowas nicht leisten können, weil eine Behinderung einfach fucking teuer ist. Ja, ja, klar. Und einfach Kohle kostet. Und wenn wir dann über irgendwie spezielle Boards oder sowas sprechen, stößt man schnell an seine Grenzen. Das ist auf jeden Fall so. Zu dem ganzen Thema, was Surfen an sich eigentlich Gutes tun kann, das ist auch Gegenstand der Wissenschaft im Moment also sehr, sehr stark. Es gibt sehr, sehr viele Untersuchungen und das nimmt richtig Fahrt auf in der wissenschaftlichen Welt, wo Wellenreiten eben alles eingesetzt werden kann. Im Sinne eben der Surftherapie, ich hatte es gerade schon angedeutet, eben PTSD, Autismus, Depressionen, wie auch immer, aber eben auch soziales Gefüge zu stärken, Selbstwertgefühl zu erlernen, Selbstwirksamkeit zu erfahren, solche Dinge. Ne? Also jeder von uns kennt das, jeder von uns, die wir surfen. Wenn du eine Session hattest, die vielleicht mal ein bisschen härter war und man aber auf die Zähne gebissen hat und dann aber dadurch belohnt wurde, ne? Weil man die eine Welle gekriegt hat. Und wenn du eine Stunde dafür am Paddeln warst, aber du hast eine Welle bekommen, Tag gerettet, aber ist ja so. Und das macht natürlich was mit einem. Und wenn man das jetzt überträgt, insbesondere auf eben den Kontext Menschen mit Behinderungen, ne, wenn du, sagen wir, in einem Umfeld groß wirst mit Behinderungen, wo du immer lernst, dass du halt vielleicht doch nur irgendwie Mensch zweiter Klasse bist oder sowas, oder wo deine eigenen Fähigkeiten in Frage gestellt werden und du jetzt in so einer Umgebung irgendwie lernst, dass du sehr wohl zu was fähig bist, zu dem nicht alle Leute fähig sind. Wir wissen alle, wie schwierig Wellenreiten ist und wie viel Mut dazu gehört. Dann ist das was, das macht richtig was mit einem. Ja, das glaube ich, ja. Guter Punkt, ja. Wie gesagt, ich werde mich sicherlich sehr gerne nochmal an euch wenden oder an euch und vielleicht Leute aus eurem Umfeld, wenn es ums Thema Contests in dem Bereich geht, fände ich auf jeden Fall auch mal irgendwann spannend. Ansonsten würde ich so langsam zum Abschluss kommen und euch noch meine, wie ich immer sage, schwierigste Frage des Podcasts stellen. Wobei eigentlich ist es, ich habe es jetzt geöffnet, es ist nicht mehr die schwierigste Frage. Was verbindet ihr mit Musik und Surfen? Gibt es Musik, die ihr besonders mit Surfen verbindet oder irgendwas, wo ihr eine Verbindung seht? Da muss ich auf jeden Fall auch auf Blue Crush wieder verweisen. Bob Marley, Could You Be Love. Ja. Gut, ja, Bob Marley ist immer willkommen. Also ich liebe Musik total und lustigerweise habe ich aber gar nicht so den einen Surf-Song irgendwie. Könnte ich jetzt gar nicht so beantworten, aber es gehört trotzdem für mich zusammen wie Arsch auf Eimer. Also das vor allem danach, so wenn man irgendwie aus dem Wasser kommt und was weiß ich, am Auto sitzt und sich erholt und das alles nochmal Revue passieren lässt oder an der Beachbar oder sonst wo und da schöne Musik kommt, dann verstärkt das doch dieses Gefühl nochmal massiv. Dann nehmen wir Bob Marley und ich hatte irgendwie so im Laufe des Gesprächs, Fritzi hat schon zweimal Come As You Are erwähnt, da fällt einem ja eigentlich der gute alte Kurt noch ein. Ich dachte vielleicht noch an eine Warner Unplugged-Version, da hatte ich sowieso schon mal überlegt, ob ich mal reinwähle und irgendwie passt es jetzt ja gerade gut. Das kannst du ja als Intro-Song verwenden. Ja, genau, ja. Ja, super. Dann würde ich fast sagen, dann sind wir soweit durch fürs Erste. Gibt es noch irgendwas, was ihr uns mit in die neue Woche geben wollt? Immer schön fluffig bleiben. Das machen wir. Jeden Tag was Neues. Jeden Tag eine neue Sache ausprobieren. Und wenn es einfach nur mal
rückwärts ins Bett gehen ist. Okay, werde ich gleich probieren heute. Alles klar, Fritzi und Hannes, vielen Dank euch. Ich verlinke eure Daten natürlich in den Shownotes. Bei Fragen können sich bestimmt alle gerne an euch wenden. Und ich habe schon anfangs gesagt, das erste Camp ist schon die Anmeldung durch. Es gibt aber, glaube ich, ein zweites, wo man sich noch für anmelden kann. Oder ist es für dieses Jahr schon erledigt? Also wir haben noch zwei Restplätze für den Termin vom 30. April bis 7.5. Jetzt weiß ich nicht, wann der Podcast rauskommt. Und dann haben wir noch ein Camp im Juni, Anfang Juni und eins im Oktober. Im Oktober fahren wir ein bisschen sportlicher. Also wir haben die ersten zwei Termine, die sind vor allem auf Surfen kennenlernen und auf eine entspannte Zeit. Ah. Ja. Ausgelegt und im Oktober haben wir dann auch ein bisschen mehr Aktivitäten dabei, also auch mal früh eine Runde rollen gehen und ein bisschen mehr Workshops, Einheiten etc. Ja, okay. Ja, cool, ja. Bestimmt vielleicht für den einen oder anderen interessant. Würde mich freuen, da was vermitteln zu können. Ja, danke dir, Benny, auf jeden Fall für das Interview. Sehr gerne. Spaß gemacht, schön, danke. Mir auch, ja. Alles klar, dann macht's gut und bis bald mal wieder. Ja, ciao. Tschüss, Benny. Ja, überaus beeindruckend und spannend finde ich wirklich, was die beiden da so aus ihrer Arbeit in den Open Ocean Surf Camps zu berichten haben. Ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass ich da vielleicht im nächsten Jahr mit meiner Familie mal einen Besuch abstatte und mir das Ganze mal näher angucke und mich tatsächlich beeindrucken lasse, was alles möglich ist. Die Folge heute war auch irgendwie ein krasser Kontrast zu meiner letzten Folge, in der ich mit Andi und Andreas von der Pop-Up-Matic gesprochen habe. Mit den beiden kam ich ja irgendwo tatsächlich so ein bisschen zu dem Konsens, no Pop-Up, no Surf. Macht Sinn, die Aufstehbewegung ist so fundamental irgendwo. Aber die heutige Folge relativiert das auch irgendwie ein Stück weit, meiner Meinung nach. Denn wenn einfach der Pop-Up aufgrund von körperlichen Gründen einfach nicht möglich ist, heißt das ja dann doch noch lange nicht, dass das kein Surfen ist, was zum Beispiel der Hannes da macht. Ich verlinke euch in den Shownotes auch nochmal die Podcast-Folge von dem schönen Podcast Helden der Meere, wo der Johnny zu Besuch ist. Das ist auch ein super spannendes Beispiel, was tatsächlich alles möglich ist. Und das hebt das ganze Surfen mit derart starker Behinderung auch nochmal auf eine ganz andere, neue Stufe, würde ich sagen. Also hört euch das gerne mal mit an. Ansonsten ein spannendes Beispiel, was mir noch zum Thema eingefallen ist, ist auch Bethany Hamilton, die Soul-Surferin aus dem gleichnamigen Film Soul-Surfer. Die kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Ist Profisurferin und hatte in ihrer Karriere irgendwann einen Unfall mit einem Hai, der ihr den rechten, glaube ich, Arm abgerissen hat. Und sie hat dann nur noch einen Arm und ist tatsächlich trotzdem mit moderner Technik, aber auch mit viel Willenskraft einfach zurück aufs Brett gekommen und ist immer noch weiterhin Profisurferin, hat Contests gewonnen und ist jetzt immer noch aktiv, wie ich zuletzt in dem auch sehr schönen Podcast Cuckhausen gehört habe. Der hat gerade bei den Pipe Masters auf jeden Fall den 9. Platz belegt. Open Ocean verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes, egal in welcher Podcast-App, welchen Streaming-Dienst, wo auch immer ihr meine Folge hier hört. Ihr findet auch überall die Shownotes mit den klickbaren Links, die euch überall dahin führen, wo ihr hin sollt, wollt. Auch meine Kontaktdaten findet ihr natürlich dort wieder. Ich würde mich sehr über Feedback, Anregungen freuen. Vielleicht habt ihr ja selber auch schon Erfahrungen in dem Bereich und habt mit Leuten zusammengearbeitet, ob nun beim Surfen oder bei anderen Sportarten. Würde mich freuen, von euch ein paar Kommentare dazu zu hören. Lasst mich das gerne wissen. Vielleicht hat auch der ein oder andere noch einen Musikwunsch für die Spotify-Playlists. Freue ich mich auch drüber. Und ansonsten, wenn wir schon beim Thema Shownotes gerade noch sind, guckt doch nochmal in die Shownotes der Episode 45. Das war die Yoga-Folge mit der Ina rein. Und zwar hat die Ina mir jetzt gerade noch einen schönen Audio-Yoga-Flow nachgeliefert, den man wunderbar als Morgenritual nutzen kann.
Sie hat einfach mal die Augen zugemacht, hat sie gesagt, und hat erzählt. Und es ist nicht nur eine schöne Yoga-Flow-Übung, sondern auch eine schöne Meditation, wie ich finde. Ich freue mich ansonsten sonst noch über, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst auf Spotify oder bei Apple, wo auch immer. Kann ich immer was mit anfangen. Und das letzte Wort der Folge hat heute ausnahmsweise mal nicht der Surfer-Dude, sondern der übergibt dann gleich nochmal an den Hannes, denn wie eingangs erwähnt, schildert er nochmal seine gesamte Geschichte, seine Genesungsgeschichte, wenn man es so nennen möchte, von seinem Unfall bis zurück aufs Surfbrett, was wirklich recht spannend und beeindruckend ist, was so für Umstände auch zusammenkommen. Vielen lieben Dank an Hannes auch nochmal für seine totale Offenheit zu dem Thema, was er da so alles über die Umstände beschreibt. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder und ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Bis dann, tschüss. Ja, Mann, coole Sache. Da hätte ich auch wirklich Lust, einmal mitzufahren in so ein Camp. Denn wenn ich überlege, was der Rolli-Dude jetzt in meinem Urlaub, was der da abgeliefert hat auf der Welle. Mann, ey, krass, das war so cool. Das hat so einen Fun gemacht und der Typ hatte so einen Spaß. Da kann man sich mal eine Scheibe von abschneiden, so irgendwo, ne? Naja, der nächste Halt ist dann auch schon meiner. Nach Hause. Macht's gut, Leute. Lasst euch die Zeit nicht zu lang werden. Bleibt noch kurz dran. Der Hannes hat anscheinend noch einen Epilog für uns. Tschö. Zu der Frage, wie meine Entwicklung nach meinem Unfall war. Also grundsätzlich funktioniert da erstmal nichts. Man ist nach einer Verletzung des Rückenmarks in einer sogenannten spinalen Schockphase. Die dauert so ungefähr 2 bis 3 Wochen. Und in dieser Zeit passiert äußerlich wirklich gar nichts. Man muss hier ein bisschen unterscheiden, welche Lähmungshöhe oder von welcher Lähmungshöhe man spricht. Also je nachdem, wo die Verletzung am Rückenmark entlang der Wirbelsäule ist, sind mehr oder weniger Funktionen beeinträchtigt. In meinem Fall ist der fünfte Halswirbel oder der Bereich um den fünften Halswirbel betroffen. Das ist also sehr hoch. Und deswegen spricht man erstmal von einer Tetraplegie. Das bedeutet, alle 4 Gliedmaßen sind betroffen. Dazu fallen große Teile der Atemhilfsmuskulatur aus. Also direkt bei meinem Unfall zum Beispiel hatte ich sehr stark das Gefühl, dass ich ersticken würde. Was Gott sei Dank dann nicht passiert ist. Aber dementsprechend waren die ersten Wochen waren komplett immobilisiert, komplett gelähmt quasi, die ich im Bett lag. Also die allererste Woche habe ich sowieso nicht so viel mitbekommen. Da war ich massiv ruhig gestellt mit allerlei schönen Drogen, bis ich dann verlegt wurde in eine Klinik nach Tübingen in dem Fall, die eine sehr gute Querschnittstation hat und da dann meine Erstreha gemacht hat. Im Krankenhaus dann selber, da lernt man erstmal sehr stark die neue Situation kennen und was das alles bedeutet. Ich habe es schon vorhin angedeutet, dass ja viele Leute erstmal denken, naja gut, du hast irgendwie einen Querschnitt, bedeutet also, du kannst nicht laufen. Aber das ist, wie gesagt, weit weg von der Realität. Das ist natürlich ein Teil. Man kann viele Teile des Körpers nicht bewegen. Aber was ganz viele Leute nicht wissen, ist, dass das vegetative Nervensystem auch betroffen ist. Also das bedeutet zum Beispiel die Thermoregulation, also Schwitzen, Frieren ist sehr stark eingeschränkt. Man hat sehr starke Missempfindungen sehr oft. Also das bedeutet, dass Kälte extrem kalt wirkt oder Wärme extrem heiß wirkt. So, dass es wirklich schmerzhaft ist, was dann dazu führt, dass man zum Beispiel, wenn man mal draußen sitzt und eine ganz leichte Brise nur einem über die Körperbehaarung weht, über den Arm zum Beispiel, dass das extrem wehtut und extrem unangenehm ist. Ein anderer Teil ist natürlich, dass
Naja, alle weitere Muskulatur im Körper genauso wenig funktioniert. Also dazu gehören die diversen Schließmuskeln, die man so hat. Und das bedeutet, dass man eigentlich mit, also egal welche Lähmungshöhe, das hat physiologische Gründe, müssen Kathetern, das heißt die Blase entleeren, aktiv, also sich irgendwie hinzusetzen oder hinzustellen und zu pieseln, das geht nicht mehr, sondern man muss eben das mit einem Katheter machen, dann mehrmals am Tag. Das ist für mich kompletter Standard. Aber kann man sich auch überlegen, also wenn man dann irgendwie auf einen Surftrip geht und irgendwie eine Woche unterwegs ist und am Tag 5 bis 10 so eine Katheter braucht. Ja, das ist ein eigener Koffer, den man da noch mitnimmt. Also das sind so Kleinigkeiten, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat, wenn man es nicht weiß. Genau, da gibt es dann noch so ein paar andere Sachen, aber das ist erstmal so der Rahmen. Und dann hat sich das in meinem Fall, ich hatte ja schon gesagt, dass ich einen inkompletten Querschnitt habe. Das heißt, mein Rückenmark ist nicht vollständig durchtrennt bei der Verletzungsstelle, sondern ist mehr eine Prellung gewesen. Und was das zur Folge hat, ist, dass ich ja durch mentales Training eigentlich mir so eine Art Landkarte meines Körpers wiederhergestellt habe. Das hört sich jetzt ziemlich abgefahren an, aber das hatte den Hintergrund, dass ich zwischenzeitlich nochmal 3 Wochen wirklich im Bett liegen bleiben musste, aufgrund einer Komplikation. Da zu dem Zeitpunkt durfte ich eigentlich schon aus dem Bett raus und mich mit dem Rollstuhl durch die Gegend bewegen, aber musste mich dann eben wieder 3 Wochen ins Bett legen. Und ja, da verschwimmt die Zeit sehr stark, da verschwimmen die Tage und ich habe eben, ja, ohne es jemals gelernt zu haben, aber im Grunde habe ich meditiert und irgendwie diese Zeit ja mental genutzt, um meinen Körper wieder zu erwecken. Also das klingt wirklich schräg, glaube ich, und ziemlich abgefahren und ein bisschen vielleicht esoterisch. Ja, aber Fakt ist, dass ich mir so eine Art Landkarte meines Körpers vorgestellt habe und die abgelaufen bin geistig und da ganz viele Dinge wiedergefunden habe. Und ich glaube heute, dass diese 3 Wochen im Endeffekt ganz viel zu meiner Entwicklung beigetragen haben. Denn was dann passiert ist, dass ich durch so, ja, ich sag mal, geistige Übungen wie ja, sich vorzustellen, wie man im Club tanzt oder ich habe früher sehr viel Volleyball gespielt, wie man, keine Ahnung, einen Angriff macht oder pritscht oder wie man jemandem den Stinkefinger zeigt oder was auch immer. Solche Sachen habe ich probiert, durch ja, Muscle Memory wieder präsent zu haben. Und eines Tages habe ich tatsächlich wahrgenommen, wie ein mini kleiner Muskel an meiner Hand angefangen hat zu zucken, wenn ich so getan habe, geistig, als würde ich mit dem Finger auf jemanden zeigen oder irgendwo hin zeigen. Und aus diesem kleinen Zucken wurde dann tatsächlich eine Bewegung des Fingers und dann irgendwann hat plötzlich der große Zeh gewackelt bei was Ähnlichem und so ging das nach und nach. Für diejenigen, die Kill Bill gesehen haben, wo Uma Thurman am Anfang in dieser Klinik liegt und sich selber quasi wieder zum Bewegen bringt. Ziemlich genau so kann man sich das vorstellen, tatsächlich. Ja, und im Endeffekt hat sich daran dann natürlich Physio angeschlossen und man hat versucht, diese Funktionen, die da nach und nach zurückgekommen sind, zu kräftigen und zu stärken. Was natürlich immer nur in einem gewissen Rahmen geht, also in gewissen Grenzen geht. Aber nachdem ich dann ein Dreivierteljahr in der Klinik war,
Und da Reha gemacht habe, wurde ich entlassen. Und ja, seither ist Training ein ganz wichtiger Teil meines Lebens, einfach um die Funktion aufrechtzuerhalten und auch zu kräftigen. Es wird nie so sein, dass ich wirklich einfach durch die Gegend spaziere oder irgendwie springe oder sowas. Solche Sachen sind nicht drin, aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung und ja, das Surfen an sich übrigens ist da auch ein ganz, ganz starker Treiber, weil diese Bewegung im Wasser und das Paddeln und die Körperspannung, das ist so ganzheitlich und das reizt den Körper so stark, dass da sehr, sehr nachhaltig kräftige, also starke Effekte immer bemerkbar sind. Ja, und nachdem ich dann eben entlassen war und auch in eine neue Wohnung gezogen bin, meine alte Wohnung konnte ich nicht mehr nutzen, die war im vierten Stock im Altbau, was natürlich auch dann so Kleinigkeiten sind. Ich meine, man lebt da viele, viele Jahre, in meinem Fall in einer Wohnung, die ich sehr, sehr lieb hatte. Und plötzlich muss man da raus, so, das sind schon harte Schläge. Aber ich bin dann also umgezogen, beziehungsweise das haben Familie und Freunde für mich erledigt. Und dann musst du natürlich erstmal dich neu orientieren. Ich habe dann noch nicht sofort angefangen, wieder zu arbeiten. Das hat noch ein bisschen gedauert. Aber ich hatte auf jeden Fall sehr viel Urlaub. Und bin dann, eine der ersten Reisen, die ich gemacht habe, war nach Mauritius mit oder zu einem Freund, der da in Elternzeit mit seiner Familie gewohnt hat für ein paar Monate. Und der hatte mich eingeladen. Und das war mein alter Surf-Buddy. Wir haben natürlich die Insel erkundet und haben uns natürlich auch die Surfbreaks angeschaut mit einem weinenden Auge. Und irgendwann, er war da auch, hatte sein Brett auch dabei und das war so ein 7S Fisch, glaube ich. Und irgendwann, wir waren so am Rumplanschen und da war so eine mini, 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 mini kleine Welle, die irgendwie durch diese Bucht lief. Also es war wirklich nur irgendwie ein 10 cm Ripple so ungefähr. Und irgendwann meinte er halt, ja komm, jetzt probieren wir das halt. Und dann habe ich mich aufs Brett gelegt und er hat mich in diesen Rippel geschoben und das hat tatsächlich funktioniert. Und lustigerweise hat es da noch gar nicht Klick gemacht. Da war ich noch so beschäftigt mit irgendwie dieser Behinderung und dem Aneignen der neuen Situation, dass ich das noch gar nicht gecheckt habe, was da eigentlich passiert ist in dem Moment. Aber nochmal ein Dreivierteljahr später war ich dann auf Hawaii und habe da auf einem Boot im Hafen gelebt. Das war für diejenigen, die sich auskennen, der Alawai Harbor, also abseits von Waikiki. Und da davor läuft Bowls, eine sehr, sehr schöne Welle auf der Südseite eben Hawaiis oder Oahus in dem Fall. Und ich saß da so 2 Wochen und habe diese Wellen gesehen, Tag ein, Tag aus, war eben ja schwierig, das so zu ertragen jeden Tag. Aber ich habe mich natürlich dann auch gefragt, so ja, und wie würde ich das angehen? Wie würde ich das jemals denn schaffen können? Und habe das eben probiert, gedanklich irgendwie erstmal zu erfassen und durchzuspielen und bin immer wieder aber an den Punkt gekommen, dass das viel zu gefährlich wäre, eben wenn eine Strömung einen rausträgt oder wegträgt, dass ich nicht die Kraft und nicht die Ausdauer hätte wahrscheinlich, um dagegen anzupaddeln oder eben allein schon durchs Weißwasser rauszukommen, weil ich eben nicht duckdiven kann, nicht mehr.
Und eine Turtle Roll vielleicht einmal funktioniert, aber dann schnell genug wieder aufs Brett zu kommen und so. Also es war alles sehr, sehr fraglich und deswegen blieb es da eigentlich beim Mindsurfen. Und eines Tages bin ich morgens den Pier entlang gerollt und wollte ich, glaube ich, zum Einkaufen. Und dann sah ich, wie einer beim Einstieg ins Wasser, wo es zu Rockpiles und zu Bowls rausgeht, wie einer unter der Dusche saß, und der saß eben im Rollstuhl. Und das war ganz klar, dass der gerade vom Surfen kam, der hatte ein Brett neben sich liegen und hatte auch entsprechende eine Rashguard an und hatte auch so Paddelhandschuhe an, diese Schwimmhäute-Handschuhe da. Und da ist natürlich bei mir sofort irgendwie der Knoten geplatzt und ich bin zu dem hingerollt und habe ihn erstmal zugeknallt mit Fragen. Und der hörte sich das dann alles so an und so, ja, gute Fragen. Aber wie du weißt, ist jede Behinderung einzigartig. Ich könnte dir jetzt sagen, wie ich das so mache, aber das heißt noch lange nicht, dass das auch für dich der Weg sein muss. Und ich würde dir empfehlen, hier am nächsten Samstag zum White Plains Beach zu kommen. Da gibt's eine Non-Profit-Organisation, die heißt Access Surf. Und die helfen dir, zurück ins Wasser zu kommen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mir dann so einen 9-Fuß-Softtop-Tanker gemietet und bin zu dem Strand. Und das war, ja, da ist der Knoten dann wirklich geplatzt. Also Access Surf ist eben eine Non-Profit-Organisation, die das seit so 15 Jahren etwa machen. Und die sehr, sehr gut organisiert sind und halt natürlich auch die Skills haben, die so, ja, die man von Hawaiianern irgendwie im Wasser erwarten würde. Und die haben mich dann gefragt, ob ich Tandem surfen will oder ob ich einfach nur einen Shadow haben will, also einen Coach, der mit mir im Wasser ist, aber erstmal nur dabei und nicht an mir dran. Und ich habe mich dann für das Shadowing entschieden und mit dieser Sicherheit macht man dann halt auch einfach Sachen, die man ja sich sonst natürlich nicht trauen würde. Ne? Also wenn du weißt, dass in der Inside irgendwie 25 ausgebildete hawaiianische Lifeguards sind und im Line-Up auch nochmal 20 Stück und überall einfach Augen und selbst wenn du stürzt, das ungefähr 1,5 Sekunden dauert und dich jemand am Kragen gepackt hat und dich wieder aufs Brett gezogen, da probiert man halt einfach mal. Ne? Und dazu natürlich warmes Wasser und Sonne und schöne hawaiianische Wellen, also einfach perfekte Bedingungen. Ja, und da habe ich dann die erste Welle angepaddelt, die habe ich nicht gekriegt, aber die haben sie mich dann reingeschoben und die zweite auch nochmal und die dritte habe ich dann schon selber angepaddelt tatsächlich, ohne Hilfe und bin die Welle dann bis an den Strand gesurft und ja, das war halt einfach mind-blowing sozusagen. Das war, da war mir dann klar, dass das funktioniert und vor allem, weil ich dann eben auch den Einstieg in die Community gefunden habe. Ich habe da Menschen kennengelernt, die heute enge Freunde sind, die ich immer wieder treffe auf Wettkämpfen, bei den Weltmeisterschaften etc., mit denen ich immer in Kontakt bin und ja, einfach Teil dieser Community geworden bin. Ja, und von dort aus war es dann quasi, okay, wohin kann ich das jetzt bringen? So, wie weit kann ich das jetzt entwickeln? Und habe dann angefangen, eben auch wieder selber auf Surftrips zu gehen und mich da neu zu erfinden eigentlich in dem Zusammenhang und mein Surferleben neu zu entdecken. Das war ganz arg spannend und ist auch heute immer noch sehr, sehr spannend. Also ich habe so viel über Wellenreiten gelernt und über was Wellenreiten für mich bedeutet und was Wellenreiten überhaupt bedeutet und diese ganze Vielfalt, die in diesem Sport steckt.
die bei uns immer so ein bisschen verloren zu gehen scheint, weil da gibt es dann halt Longboard oder Shortboard oder sowas. Aber alles dazwischen und diese ganzen tausend Varianten und Formen und es gibt ja diesen ausgelutschten Spruch, irgendwie der beste Surfer ist der, der am meisten Spaß im Wasser hat. Aber ja, verdammt, genau darum geht's. Und wie man es dann macht, ob man das im Knien macht oder im Sitzen macht mit Paddel oder ob man das im Stehen macht mit Paddel oder im Stehen ohne Paddel oder auf dem Bauch, auf Bodyboard oder auf einem Paipo oder sonst was es da nicht alles gibt, das ist sowas von egal. Hauptsache, man hat einfach Spaß dabei.